Hallo Leute, es ist der 8. Part von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic und wir haben im letzten Part den armen Duncan hier geschlagen und ich nehme an, wir werden jetzt dann als nächstes gegen den Gerlan hier antreten. Ich habe mir überlegt, zu Kepler zurückzugehen in den Laden, um zu gucken, ob sie was Neues hat, habe mich aber jetzt im Augenblick mal dagegen entschieden. Weil da ist ja diese eine, der Vater hier der Besitzer ist von diesem Laden. Und die ist irgendwie, weil wir sie blöd angesprochen haben, sauer auf uns und hat uns da zwei Rodianer auf den Hals gehetzt. Und der möchte ich ungern nochmal begegnen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich mal unseren nächsten Contest an und reden wir mit Ajur. Und der wird uns ziemlich sicher jetzt gegen den Gerlan antreten lassen. Ja. Chachis Kadomputa Kasabubaka Hohohoho Mocha Odonga Yavulki Tarish Mamarish Tonjonea Hakonong Nuela Yonunaze Teaching we big one night I wish Mulime Borome Ubanatu Laboda Yami Jusa Ayo honopis tuula jiokaku akuchikopa. Chino mulera king pajak snimo puiduana. Ich bin bereit. Ich bin noch nicht für ein Match, das Match bereit. Soll ich ihm mal ein paar Fragen stellen? Versuchen wir's. Akuchikopa. Chino mulera king pajak snimo puiduana. Jo. Dann gehen wir mal. Gioca col Molera. Quien conjo pesa. Nova Moleragi. Cerion Toranchi. Aitadia. Ulla una Cinec. Ba Molera Slimoranga Kubistin. Machen wir es. Ich hoffe schon. Okay. Ladies und Gentlemen, wenden Sie Ihren Blick zur Mitte des Duellrings. Heute Nacht bieten wir Ihnen ein ganz besonderes Spektakel. In dieser Ecke einer der Größten. Ein Mann, der so zäh ist, dass selbst eine Verletzung, die ihn verkrüppelt hat, seine Karriere nicht beenden konnte. Ich präsentiere Gerlan Toe Fingers. Und in der anderen Ecke ein Neuling im Duellring von Taris. Aus den Schatten, ohne Vergangenheit, ohne Geschichte, ohne Namen tritt Mysterio. Okay, es geht gleich runter, der ist in Sicht. Drücke die Pause-Taste leer und Pause, um fortzufahren. Ja, ich habe nicht viel mehr Fähigkeiten. Nee. Dann machen wir das mal, Gerlan. Aktion hinzufügen, weiter mit Pause-Taste. Los geht's! Oh, wir schießen nicht besonders gut. Oh, ja und wie. Ja. Es ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Mysterio hat gewonnen. Gerlan hat gegen unseren Neueinsteiger verloren. Ist das ein Zeichen, dass seine Verletzungen langsam nicht mehr zu ertragen sind? Oder ist Mysterio wirklich ein aufsteigender Stern? Nur die Zeit wird es zeigen. Aha. Gut. Neuer Tagebucheintrag. Erfahrungspunkte erhalten. 80. Gerlan Toe Fingers. Oh, Carf. Ach ja, mit Carf könnte ich ja auch mal reden. Wie ist denn das eigentlich mit... Werden wir informiert, wenn es irgendwie... Ah, automatischer Levelaufstieg. Hiermit steigst du automatisch von Level 2 zu Level 3 auf. Willst du das wirklich? Ja. Fähigkeiten. Hat das Spiel jetzt auch... Oh, Talente gibt's auch. In diesem Bildschirm werden alle Talente deines Charakters aufgelistet. Ach, herrje. Einige Talente erwischen schwere Rüstungen und verschiedene Implantate. Andere Talente beeinflussen deine Rüstungswürfe und deine Fähigkeiten. Checkst wieder andere, zum Beispiel starker Angriff. Wir werden Kampf findest du beschreiben, dass jemand Talents. Okay, da, das hatte ich ja.
Zwei Waffen, was haben wir hier? Mittel, ach, wir hätten sogar Mittel. Okay. Aber ich habe jetzt nicht... Ich kann jetzt nichts vergeben, oder? Nö. Ja, dann reden wir mal mit den beiden hier. Was willst du? Lass mich... Nein, ich will nicht. Oh, gut. Gerlan, wie geht's dir? Ihr habt mich in einem fairen Duell besiegt, Fremder. Aber wenn ich noch immer all meine Finger verwenden könnte, hättet ihr niemals gewonnen. Vor meiner Verletzung hätte ich den Boden des Duellrings mit euch aufgewischt. Okay, kann man ja mal behaupten, Gerlan. Du, mit dir wollen wir lieber nicht reden, du bist immer so unhöflich. Mal. Ihr habt euch also eure ersten Sporen im Duellring verdient, was? Nicht übel. Ihr habt wirklich Talent. Wenn ihr weiter an euch arbeitet, werdet ihr es noch weit bringen. Okay. Lebt wohl. Lebt wohl. Ja, wir sehen uns. Ich werde jetzt aber dann doch mal zu Kebla Jurt gehen. Naja, falsche Richtung. Sarna, die ist wieder da, oder was? Ich red mal mit dir, Sarna. Mit dir hätte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, du hast genug von meinem ständigen Gejammere über meinen Job in der Militärbasis der Sith. Das ist so ein Tick von mir. Nimm's mir nicht übel, aber eigentlich sollte ich nicht mehr mit dir reden. Am Ende rede ich mich noch um Kopf und Kragen. Sorry, ich hab dich verwechselt. Du bist ja gar nicht die Tochter vom Besitzer. Du bist ja gar nicht die Tochter. Du bist ja eine Sith-Soldatin. Soll ich mal mit dir reden? Starkiller? Schon wieder da? Geht mir langsam auf die Nerven. Ich bin nicht hier, um zu reden. Ich schaue mir die Duelle an und suche nach einem, gegen den sich's lohnen könnte, in den Ring zu steigen. Aha. Ich muss gehen. Haut ab. Unser Gespräch ist ohnehin beendet. Okay, Bendak, ich verstehe. Ich bin mir auch nicht sicher. Also ich würde mal sagen, man muss erst alle anderen schlagen, bevor man gegen den antreten kann. Kebla. Willkommen im Equipment. Ja, ich würde ganz gern das Angebot sehen. Aufgrund der Blockade... Verstehe. Also gut, wir haben Mittel, ja. Wir haben leicht. Verteidigungsbonus habe ich, glaube ich, 5, wahrscheinlich 6. Maximal... Da ist aber das hier viel besser. Ah, 900 und 150, ich verstehe. Verteidigungsbonus. 100. Ah, okay. 5 und plus 4, 6 und plus 3. 4 plus 5, ah, okay. Heftiger gepanzert. 250. Desto niedriger scheinbar der Geschicklichkeits... Verkaufsliste. Kleidung. Wertgegenstand 0. Okay. Okay, Momentchen mal. Kann ich hier denn jetzt mal die Kleidung anziehen? Kleidung? Ja. Und dich nochmal. Ja. Bitte. Verkaufsliste, kann ich denn das schon wieder verkaufen? 40. Haben wir 110 dafür gezahlt. Also, schwerer Anzug. Nochmal ganz kurz. Ah, nein! Naja, gut, Medikit kann man nie genug haben. Verkaufsliste. Schwerer Anzug. Der hier. 5 und 4. 6 und 3. Ja gut, die 900. Ich kaufe den hier mal. Wie, ich habe nicht genug Geld. Hä? Was habe ich denn hier en masse gekauft? Der hat er noch gar nicht verkauft. Kaufen. Blasterpistole. Ich glaube, ich habe irgendwo wild rumgeklickt, aus Versehen. Mittel 6 und 3.
Den hier. Okay. Und jetzt rüsten wir natürlich unsere liebe Niata damit aus. Uff. Was für ein Outfit. Gut, dann kommt jetzt der nächste dran. Wer wird der nächste wohl sein? Mal, Ice oder Twitch? Das ist interessant. Oder wird interessant. Macht euch das keinen Spaß, diesen paar Sackspielern zuzusehen? Die ganze Strecke. Nein, nein, nein. Ich dachte, du sagst vielleicht zu uns was wegen dem Duellier-Dings. Duell-Zuschauer. Ich erkenne euch. Über euch spricht momentan jeder hier. Ihr seid doch Mysterio. Ich wünschte, Bendak Starkiller würde wieder Duelle kämpfen. Keiner der Duellanten hier kann sich mit ihm vergleichen. Er ist eine Legende. Ich hab schon irgendwie Schiss. Twitch ist mein Favorit. Er ist so wild. Okay, ja, dann Ajur. Ajur. Chachiska Domputa. Ja, das hat er uns schon mal gesagt. Okay, diesmal haben wir 200. Das hätte ich vorhin mal haben müssen. 200 Credits. Gut. Dann würde ich aber sagen, stürzen wir uns gleich ins nächste Duell. Ja, ich bin bereit. Es geht gegen Eis. Also machen wir es. Ladies und Gentlemen, wenden Sie Ihren Blick zur Mitte des Duellrings. Heute Nacht bieten wir Ihnen ein ganz besonderes Spektakel. In dieser Ecke eine Frau mit Stahl in ihren Knochen und Eiswasser in ihren Venen. Sie ist so kalt und so schnell wie der Tod selbst. Ladies und Gentlemen, Sie kennen sie. Sie lieben sie. Eis! Und in der anderen Ecke ein aufsteigender Stern, der seinen ersten Schritt in der großen Liga versucht. Ich präsentiere Mysterio. Okay, Eis. Was haben wir denn eigentlich hier? Fällt mir gerade ein. Splittergranate. Wir nehmen das. Und es geht los, Eis. Puh. Schön ausgewichen. Sie kann aber auch schießen und treffen. Oh, sieht gar nicht so gut aus für uns. Momentchen. Kann ich eigentlich zwischen Reihen in Anführungszeichen schummeln und einen Medikit nehmen? Das konnten wir doch hier unten irgendwo. Ja, genau. Und jetzt? Geschicklichkeitsenhancer, okay. Was ist denn das hier? Habe ich noch nicht verstanden. Ah, jetzt pumpe ich mir praktisch alle möglichen Dinger rein. Jawohl. Das war jetzt zu viel, aber okay. Moment mal.
Ich habe hier auch noch einen Geschicklichkeits-Enhancer. Ach, das ist auch so eine Art Bio-Waffe. Jetzt habe ich es verstanden. Oh! Zu Mysterio spät. Ist gefallen! Mysterio ist gefallen! Heiß gewinnt! Erneut hat die Königin der Tücke ihren Gegner fertig gemacht. Tja, das ist Pech für Mysterio. Doch Eis ist wahrlich keine leichte Gegnerin. Sie ist nicht leicht zu besiegen. Okay. Oh. Okay. Ach ja, ich wollte auch mal wieder mit dem Karth reden. Ja? Was habt... Ist das ein geeigneter Zeitpunkt, euch weitere Fragen zu stellen? Ich bin ganz Ohr, meine Schöne. Oh, meine Schöne. Schöne? Ist das nicht ein wenig unpassend? Wenn ihr mich weiter so betitelt, schneide ich euch das ein oder andere Ohr ab. Das hört sich klasse an. Warum habe ich nur den Eindruck, dass ihr das nicht ernst meint? Wollt ihr lieber anders von mir gerufen werden? Wäre es mit meinem Namen? Wäre es lieber, ihr würdet mich gar nichts nennen? Es ist so erniedrigend. Wie wäre es mit grandios? Das hört sich besser an. Na, der Name. Macht euch keine großen Gedanken darüber, meine Wundervolle. Es hatte nichts zu bedeuten. Meine Wundervolle? Ihr schon wieder? Ach, auch nicht gut. Das hört sich gut an. Nennt mich in Zukunft immer so. Ihr schon wieder. Oh, zum Kuckuck. Na fein. Wenn ihr euch danach besser fühlt, könnt ihr mich nennen, wie ihr wollt. Nur los, ich kann's aushalten. Was macht euch nicht lächerlich? Wie wäre es mit sexistischer Wurm? Wie wäre es mit penetranter Penner? Was? Habt ihr Angst, meine Gefühle zu verletzen? Los jetzt, spuckt's aus, ihr dürft. Vergesst es, zurück zu meinen Fragen. Ganz schön beschäftigt heute, ja? Sind diese Fragen wirklich nötig? Nicht, wenn es für euch ein Problem darstellt. Nein, nein, ich habe kein Problem damit, wirklich. Schießt ruhig los und verhört mich. Das ist kein Verhör. Ich habe das nie behauptet. War nur Spaß, auch wenn ihr wirklich voller Fragen steckt. Aber ich finde das Spielchen ganz witzig, muss ich zugeben. Lasst mich bitte zunächst eine Frage stellen. Seit unserem Absturz geht mir der Kampf auf der Ender Spire immer wieder durch den Kopf. Einige Dinge passen da einfach noch nicht ins Bild. Vielleicht könnt ihr mir ja erzählen, was da geschehen ist. Aus eurer Sicht. Wie ihr bei unserem ersten Treffen gesagt habt, Bastila hatte keine Zeit, ihre Macht einzusetzen. Warum fragt ihr mich? Ich sehe den Sinn nicht. Ich war nicht in der Position zu erkennen, was vor sich geht. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich war im Wesentlichen als Berater an Bord. Der Kampf begann so unvermittelt, dass jeder sich zunächst gefragt hat, was da eigentlich los ist. Wir haben das Schiff und viele gute Leute verloren. Aber wofür? In der Hoffnung, dass die Macht der Jedi uns würde retten können. Irgendwie. Nicht, dass Bastila etwas dagegen hätte tun können. Wir haben uns diesen Kampf schließlich nicht ausgesucht. Er wurde uns aufgezwungen. So, Hölle, ich bin immer noch überrascht, dass wir das alle überlebt haben. Wenn man das alles bedenkt, ist es doch mehr als erstaunlich, dass ihr hier seid, nicht wahr? Welche Position nehmt ihr in der republikanischen Flotte ein? Hä? Macht ihr mir irgendwelche Vorwürfe? Ich war ein Späher und wurde wegen meiner Fähigkeiten für die Flotte rekrutiert, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Das macht Sinn. Trotzdem. Mir kommt es seltsam vor, dass jemand, der in letzter Sekunde zur Besatzung gestoßen ist, zu den Überlebenden zählt. Es wäre euch lieber, ich wäre nicht am Leben? Was ist so seltsam daran, wenn jemand in letzter Minute der Mannschaft zugeteilt wird? Wollt ihr damit andeuten, ich hätte etwas mit dem Absturz zu tun gehabt? Ich zeig mal Nummer 2. Außer euch ist niemand hinzugekommen. Mal ganz davon zu schweigen, dass es Bastilas Gruppe war, die um euren Transfer bat. Das wusste ich aber auch nicht. Warum soll Bastila mich angefordert haben? Die Jedi forderten die verschiedensten Dinge an, nachdem sie an Bord gegangen waren. Zur Hölle, sie haben praktisch das Schiff übernommen, so wie ich das sehe. In Anbetracht eurer Beziehung zu Bastila und den Jedi, ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht, kommt eure Anwesenheit hier nicht ungelegen. Vielleicht liege ich falsch und all das hat nichts zu bedeuten, ich weiß. Aber ich habe vor langer Zeit lernen müssen, nicht alles für bare Münze zu nehmen. Und ich hasse Überraschungen. Was meint ihr mit Überraschung? Ich habe doch gesagt, Karf, ich hatte mit dem Absturz nichts zu tun. Sollten wir nicht versuchen, zusammenzuarbeiten? Ich hatte nichts damit zu tun. Ihr habt wahrscheinlich recht.
Ich habe nicht den geringsten Beweis, euch in irgendeiner Weise zu verdächtigen. Trotzdem, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Seid ihr immer so misstrauisch? Gut, dann sollten wir uns jetzt wieder wichtigeren Dingen widmen. Ihr wisst schon, dass wir auf der gleichen Seite stehen. Versucht nur, euch mit mir anzulegen. Es wäre euer letzter Fehler. Seid ihr immer so misstrauisch? Versteht doch. Das Ganze hat nichts mit euch persönlich zu tun. Ich traue niemandem und habe meine Gründe dafür. Und nein, ich habe nicht die Absicht, sie zu diskutieren. Können wir uns also wieder den wichtigeren Dingen zuwenden? Ah, jetzt auf einmal. Ich halte das für wichtig. Das war noch nicht mein letztes Wort. Okay, lasst es uns angehen. Ich halte das für wichtig. Also gut. Ihr seid die hartnäckigste Frau, der ich je begegnet bin. Wir sprechen darüber. Aber später bitte. Im Moment würde ich lieber gehen. Okay, neuer Tagebucheintrag. Diary. Carth, trotz seiner Einwilligung, ist Carth argwöhnisch und misstrauisch anderen gegenüber. Wahrscheinlich hat er einen Grund für sein Misstrauen, aber er wollte nicht darüber reden. Tasker und Two Fingers hat immerhin nicht die geringste Chance. Dann klar, Sieg, okay. Aber ich gehe jetzt mal noch zum Ayur und frag ihn. Ja. Nein, momentan nicht. Das werde ich tun, Ajur. Und zwar, ich versuche jetzt mal noch kurz mit Eis zu sprechen. Was wollt ihr? Lasst mich raten. Jetzt, da ihr zu den Duellkämpfern geht. Falsch. Bloß weil wir beide Duellanten sind, heißt das nicht. Okay, sie ist nicht höflicher geworden und sagt nix. Noch die beiden hier. Twitch ist eine Bestie. Man könnte mir gar nicht genug zahlen, damit ich mit ihm in den Ring steige. Wir müssen das wahrscheinlich noch. Hey, ihr gehört doch zu den Duellanten. Man nennt euch Mysterio, oder? Klar, ich erkenne euch. Ich habe gesehen, dass Bendex Starkiller im Parsag-Spielzimmer sitzt. Ich wünschte, er würde nochmal aus seinem Ruhestand zurückkehren. Macht er bestimmt irgendwann für uns, aber das sehen wir vielleicht im nächsten Part von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Vielleicht dauert es auch noch ein bisschen länger. Ich bin gespannt, ob wir jetzt irgendwie die Geschichte weiter ankurbeln können oder nicht. Aber wie schon gesagt, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann. Ciao.